Hallo und herzlich willkommen zum Marktplatz Neumarkt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Das letzte große Kaufhaus in Neumarkt, das Kaufhaus Hackner, schloss 2015 seine Pforten. Seitdem herrschte in der Klostergasse unter den Einzelhändlern ein stetes Kommen und Gehen. Teilweise mehr Gehen als Kommen. Doch mit den Leerständen soll jetzt bald Schluss sein. In der Klostergasse ist echt der Hund verreckt, könnte man angesichts mancher Medienberichte in jüngster Zeit meinen. Die Geschäftsleute, die noch hier sind, wehrten sich schon dagegen, dass die einzige wirkliche Fußgängerzone der Stadt als aussterbendes Areal dargestellt wird. Wer sich umsieht, sieht mindestens 9 verhangene Schaufenster. Doch Schlagworte wie demnächst oder bald verraten, dass hier wieder Leben einkehrt. Es wird umgezogen, und zwar in der Vergangenheit öfters mal aus der Klostergasse weg, und jetzt dreht sich der Spieß um. Wir haben in der Klostergasse auch ganz klare Vorteile gegenüber anderen Lagen. Die Mieten sind teilweise günstiger als am Ober- und Unterenmarkt, der eigentlich voll ist. Ja, und das Zentrum ist immer noch, Klostergasse ist immer noch im Zentrum der Innenstadt. In 5 Läden soll im Frühjahr etwas passieren. In die ehemalige Bäckerei zieht im April eine Floristin vom oberen Markt. Gegenüber richtet ein Nürnberger Geschäftsmann gerade den ersten Barbershop im angesagten Vintage-Stil ein. Historisch anmutender Friseursessel inklusive. Das leerstehende Kaufhaus Hackner wird jedoch nicht mit Leben gefüllt, sondern im Moment abgerissen. Hier entstehen seniorengerechte Wohnungen, ohne Läden im Erdgeschoss. Ja, wenn man die Klostergasse als Fußgängerzone betrachtet, wäre es natürlich wünschenswert gewesen, wenn wir eine durchgehende Gewerbeflächensituation hätten. Wenn man das positiv herauskehrt, wir haben da über 60 Eigentumswohnungen, wo entstehen. Das sind Leute, die sich in dem unmittelbaren Bereich versorgen. Und das ist natürlich auch wieder positiv. Die Bauarbeiten sollen nach Möglichkeit keinen Klostergassenkunden vergraulen. Man plant zum Beispiel eine Graffiti-Aktion an den Bauzäunen. Insgesamt wollen die Geschäftsleute geschlossener auf die Vorzüge ihrer Gasse hinweisen. Mit einem eigenen Flyer und einem eigenen Logo. Es läuft ja im Moment in die Richtung, dass wir auch ein eigenes Profil entwickeln können. Vor allem am oberen und unteren Markt, hauptsächlich die großen Inhabergeführten und die Filialen. In der Klostergasse das Individuelle. Das Überangebot an Gewerbeflächen, wie man es in Einkaufszentren in Nürnberg und Regensburg beobachten kann, ist laut Eisner in Neumarkt weniger spürbar. Und tatsächlich, in der Klostergasse ist der Hund nicht verreckt, sondern quicklebendig. Hinter den verhangenen Schaufenstern wacht er über den Umbau für neues Leben. Und das sehen Sie nach einer ganz kurzen Pause. Das Schloss der 1000 Buchstaben in Postbauer Heng durfte am Sonntag geschmökert werden. Außerdem keine Angst vor Farbe. Harry Meyer führte durch seine neue Ausstellung in Neumarkt. Und Bikes, Quads, Zubehör und mehr. 2 Tage lang lockte die Messe Jura Bike zum Volksfestplatz. Also dranbleiben. Das Steidl-Reisefest am Sonntag, den 25.02. in der großen Jurahalle in Neumarkt. Entdecken Sie unsere vielfältigen Reiseangebote und genießen Sie ein großartiges Programm für die ganze Familie. Mit hochkarätigen Showacts, Liveacts, Blasmusik, großer Tombola und vielem mehr. Das Steidl-Reisefest am 25. Februar in der großen Jurahalle von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ohne eine gute Baufinanzierung fehlt das wichtigste Fundament. Nutzen Sie dafür das Wissen unserer Experten, die schon über 7 Millionen Menschen in die eigenen 4 Wände gebracht haben. Lassen Sie sich jetzt bei den Volks- und Raiffeisenbanken und den Heimatexperten von Schwäbisch Hall zu Ihrer Baufinanzierung beraten. Machen Sie es doch wieder Profi. Kaufen Sie bei Gleichauf. Denn hier finden Sie 32.000 Artikel immer vorrätig. Hier müssen Sie nicht die Wand kaufen, wenn Sie nur den Dübel brauchen. Hier treffen Sie keine reinen Verkäufer, sondern Macher. Denn hier finden Sie immer einen Parkplatz direkt am Haus. BGN Gleichauf, die Handwerkstatt in Neumarkt, Bahnhofstraße 23. Charivari, das neue Jahrtausend ist endlich volljährig. 2018. Das wird gefeiert. Yeah. Mit dem Charivari Cash Song. Und noch mehr Shoppinggeld für Sie. 50.000 Euro liegen im Charivari Geldtresor. Für Shopping im Donau-Einkaufszentrum Regensburg. Holen Sie sich Ihren Anteil. Stündlich bis zu 1.000 Euro. Nur auf Charivari. Radio an. Cash Song hören. Und gewinnen. Charivari.
Neumarkt kommt nach Nürnberg zur Freizeitmesse 2018. Die Stadt präsentiert sich mit ihren Partnerfirmen in Halle 6 und jetzt neu auch in Halle 9. Erleben Sie Neumarkter Aussteller aus den Bereichen Garten, Sport, Freizeit und Haushalt sowie den Neumarkter Biergarten. Der Gemeinschaftsstand der Stadt Neumarkt vom 28. Februar bis 4. März auf der Freizeitmesse 2018. Theater, Musicals und Konzerte mit den bekanntesten Stars. Gönnen Sie sich und Ihren Liebsten unvergessliche Erlebnisse. Die größte Auswahl Neumarkts im Bereich Kultur und Events gibt's im Wochenblatt Ticketshop. Wir wissen, was, wann, wo läuft. Besuchen Sie uns in der Oberen Marktstraße 52. Willkommen zurück. Frage an Sie: Was macht ein gutes Buch aus? Ein interessantes Thema, einen mitreißenden Schreibstil oder sympathische Charaktere? In Postbauer Heng muss es auf jeden Fall einige gute Bücher gegeben haben. Das merkte man unter anderem daran, dass die Testleser völlig vergaßen, dass sie nicht in ihren eigenen Wohnzimmern saßen. Bereits zum 10. Mal verwandelte sich am Sonntag das Deutschordensschloss zum Lesesaal. Die wichtigsten Zutaten für Schmökern im Schloss, bequeme Sessel aus dem Einrichtungshaus und aktuelle Bücher aus den Bereichen Belletristik, Sach- und Fachbuch. Letzteres findet man zwar auch in den Buchhandlungen, aber mal ehrlich, wer hat da schon groß Zeit zum Schmökern? Hier dagegen nimmt man sich die Zeit. Also wir haben wirklich Stammgäste, von denen ich weiß, dass die fast jedes Jahr kommen, ja, die sich diesen Termin wirklich auch vormerken und sagen, genau, mir selbst geht es auch so, wenn ich unterwegs bin in Neumarkt. Ich habe wirklich meistens da nur wenig Zeit, mal wirklich in Ruhe zu schauen. Das Sortiment, das auf Tischen, Treppen und Fensterbänken aufgebaut ist, spiegelt in gewisser Weise die Spiegel-Bestsellerlisten wider. Dazwischen findet man aber auch Geheimtipps der Organisatoren. Bücher, die jetzt, sage ich mal, so ein bisschen vom Mainstream abweichen, die uns besonders gut gefallen haben im letzten Jahr. Und die haben wir natürlich auch dazu genommen. Und ich bin die verantwortlich für das Kinder- und Jugendbuch, deswegen habe ich auch da einfach einiges dazu genommen, weil ich einfach sage, Kinder sind die nächste Generation unserer Leser, deswegen müssen die tolle Geschichten praktisch entdecken können. Für das junge Buchstabenklientel gab es auch Lesungen im Deutschordensschloss. Die Erwachsenen dagegen versanken selbst in den Texten. Wer als Autor aktuell mit einem Roman Erfolge feiert, muss möglichst bald nachziehen. Dennoch gibt es im Buchmarkt Platz für Experimente. Ich finde es sehr schön, es entstehen gerade immer mehr kleine Verlage, die einfach auch, sage ich jetzt mal, unbekannte Autoren, denen eine Möglichkeit geben, Bücher zu verlegen. Und da kommen sehr spannende Sachen nach. Und gerade wenn man dann Buchhändler hat und wir versuchen das bei uns, dass wir einfach wirklich auch ein bisschen ab vom Mainstream lesen. Und wenn wir die Bücher dann wirklich aktiv empfehlen, funktioniert das wunderbar. Und da sind die Leute, habe ich das Gefühl, sehr dankbar, einfach auch mal eben nicht nur die Bestseller vor der Nase zu haben, sondern einfach auch spezielle Empfehlungen. Selbst wenn sich etwas als Fehlkauf erwiesen hat, kann man immer noch an das Zitat des britischen Dramatikers John Osborne denken. Er sagte, selbst das schlechteste Buch hat eine gute Seite. Die letzte. Wenn man einen Künstler über seine eigenen Werke reden hört, dann kann das auf zwei Arten ablaufen. Entweder man sieht die Kunst dann mit anderen Augen, weil man jetzt weiß, was dahinter steckt, oder man fragt sich, ob der Künstler auf einem anderen Planeten lebt, weil er gar so weltfremd daherredet. Noch schlimmer kann es aber sein, wenn Journalisten versuchen, den Künstler zu interpretieren. Expressionistische Seelenlandschaften, die in ihrer Skurrilität Einblicke in innere Fantasien liefern. Personifikationen natürlicher Elemente bilden eine visuelle Antithese zu... Ja, bevor Sie uns jetzt mit Arte verwechseln, verzichten wir lieber darauf, die Werke des Künstlers zu interpretieren und halten uns an Fakten. Harry Meyer ist der erste Kulturpreisträger der Stadt Neumarkt, dem die Kommune nun eine eigene Ausstellung gewidmet hat. Es gab bisher 6 Künstler, die den Kulturpreis bekommen haben und von keinem ist eine Ausstellung gezeigt worden. Das hat mich doch etwas verwirrt und ich habe mir überlegt, dass es sicherlich ganz geschickt wäre, wenn man das, was die tun, diese Künstler, auch mal wirklich dem Publikum zugänglich macht, damit die Neumarkter oder auch alle Interessierten selbstverständlich von nah und fern wissen, welche kreative Kraft aus Neumarkt kommt.
Am Sonntag führte Harry Meyer mit Kulturamtsleiterin Barbara Leicht durch seine Ausstellung. Die gezeigten Werke entstanden von 2010 bis 2018, wirken zum Teil aber so, als seien sie frisch aus dem Atelier und die Farbe noch nicht trocken. Die Werke sind als Pass pro Toto zu verstehen. Sie zeigen keine wirklichen Orte, sondern geben Atmosphären der Naturräume. Jetzt wird schon wieder Arte. Also, was wir sagen wollen. Der Künstler lässt sich zwar draußen inspirieren, aber er malt nicht ab. Bei den Baumbildern, wie Sie jetzt hier im Hintergrund sehen, tue ich ja nicht einen einzelnen Baum, den ich da irgendwo in der Natur vorfinde, abmalen, sondern ich versuche, den Typ eines Baumes zu machen. Das heißt, auch bei den Köpfen oder menschlichen Darstellungen gibt es keine Porträts in dem Sinn, sondern wenn, dann wird eher ein bestimmter Typ von Mensch bearbeitet. Meyer ist auf jeden Fall kein Künstler, der mit Farben geizt. Das entwickelt im braun-weißen Reitstadel eine besondere Dynamik. Der Meyer verträgt den Reitstadel und der Reitstadel verträgt den Meyer. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum 4. März. Und weitere Veranstaltungen, die einen Besuch wert sind, gibt es jetzt für Sie. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Das Quartett Tiger Burger spielt am Freitag in der Reihe Kunst im Keller. Im Gewölbekeller der Neumarkter Residenz gibt es dann Modern Jazz mit Standards und frisch zubereiteten Tönen aus der Improvisationsküche. Los geht's um 19 Uhr. Karten gibt es für 10 Euro. Der Neumarkter Ortsteil Pölling feiert 2018 sein 950-jähriges Bestehen und der Gesangsverein feiert mit. Am Samstag gibt er ein Jubiläumskonzert im Reitstadel. Auf dem Programm unter anderem der Gefangenenchor von Nabucco und der Donauwellenwalzer. Auch das Orchester des Gluck-Gymnasiums und die Grundschule musizieren mit. Los geht's um 18 Uhr. Die katholische Landjugend Deining belebt die grauen Februarabende mit einer Gruselkomödie. In Gespenstermacher kommen zwei Totengräber in finanziellen Nöten auf kriminelle Ideen. Vorstellungen gibt es noch am Samstag um 20 Uhr und am Sonntag um 19 Uhr im Deininger Pfarrheim. Und schon jetzt sollten Sie sich den 7. März vormerken. Dann gibt es im Maybach-Museum Neumarkt den 100. Vortrag der Reihe Architektur und Baukultur. Mit J. Meyer H. gastiert dann ein Berliner Architekt in Neumarkt, der für seinen progressiven Stil bekannt ist. Los geht's um 19 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Und wir verabschieden uns jetzt mit einigen Bildern von der Fachmesse Jurabike, die am vergangenen Wochenende Fans blitzender Felgen und glänzender Tuningteile in die Jurahalle lockte. Die meisten von ihnen können den Beginn der Saison gar nicht abwarten, um die Maschine aus der Garage zu holen. Anregungen für 2018 gab es vor Ort jedenfalls genügend. Und damit sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen. Während der Busfahrt darf man nicht mit dem Fahrer sprechen, aber dafür mit allen anderen. Neumarkt TV präsentiert Nächster Halt, der Talk in den Neumarkter Stadtbussen. Sie kennen Menschen aus der Region mit außergewöhnlichen Berufen, interessanten Hobbys oder Vereinen? Dann schreiben Sie uns und wir laden Sie ein zu einer Unterhaltung zwischen den Haltestellen.